Säuren sind Protonen-Donatoren, Basen sind Protonen-Akzeptoren. Typische Reaktion: Salzsäure reagiert mit Ammoniak, das Proton wird übertragen, die Salzsäure, die Säure, Ammoniak, die Base. Nehmen wir nun die Salzsäure und Wasser. Dann überträgt die Salzsäure natürlich ihr Proton auf das Wasser. Es entsteht das Oxoniumion und wieder das Chloridion. Hier ist die Salzsäure natürlich wieder die Säure, Wasser die Base. Schauen wir uns jetzt allerdings die Reaktion von Ammoniak mit Wasser an. Da gibt Wasser, das Wassermolekül, das Proton ab. Ammoniak nimmt das Proton auf. Wir haben jetzt Wasser als Säure, Ammoniak als Base wieder. Ob ein Stoff also als Säure oder Base reagiert, hängt vom Reaktionspartner ab. Je nachdem, wie viele Protonen eine Säure jetzt besitzt, muss man mehr oder weniger Hydroxidionen nehmen, um diese Protonen zu neutralisieren. HCl reagiert mit NaOH in einer Neutralisationsreaktion, bei der entsteht dann immer Wasser und das entsprechende Salz zu Wasser und Natriumchlorid. Habe ich eine zweiprotonige Säure, H2SO4, benötige ich für die Neutralisation eben 2 NaOH. Es entstehen 2 Wasser und ein Salz, Na2SO4. Man kann sich es recht gut merken, die 2 taucht hier auf, sie taucht hier auf, sie taucht dann wieder hier und auch hier auf. Entsprechend natürlich mit 3 protonigen Säuren. Die Säuren besitzen auch entsprechend viele Protolysestufen. Das heißt, eine 3-protonige Säure kann, wenn sie mit Wasser reagiert, ich formuliere es jetzt als Gleichgewichtsreaktion, die 3 Protonen nacheinander quasi abgeben. Es befindet sich natürlich immer alles im Gleichgewicht, auch hier, das wisst ihr ja schon, sodass hier H3O plus wie das Oxoniumion und H2PO4 minus heißt Dihydrogenphosphation. Dieses Dihydrogenphosphation kann dann entsprechend wieder eins seiner Protonen abgeben. Es entsteht das Hydrogenphosphation und auch dieses Hydrogenphosphation kann auch sein letztes Proton abgeben, weil in diesem Fall das Gleichgewicht sehr weit links liegen würde, da kommen wir noch drauf. Und es entsteht das Phosphation. Man nennt nun das obere, die erste Protolysestufe, dann kommt die zweite Protolysestufe und dann die dritte Protolysestufe.